Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecile hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario Origami King. Wir sind hier jetzt auf Herbsthöhe, das zweite Kapitel des Spiels und ja, mussten mit Erschrecken feststellen, dass die Cheep-Cheeps am Sterben sind. Sie ist ausgedrungen und da sind schon Thunfischdosen parat, um König Ollis Gelüste zu stillen, seine Gewaltgelüste und sein Thunfischquälerei, ey. Das möchte man nicht unterstützen, wir müssen den See fluten. Dafür brauchen wir hier für das Wasserpergamenton, den wir wahrscheinlich da hinten im Tempel antreffen werden. Ja, und das Bobby oder Bob Omb, sehr kreativer Name, der begleitet uns in diesem Abenteuer. Finde ich cool. Die Partner von Paper Mario sind zurück. Könnte man schon fast sagen. Guck mal, was hier ist. Meinen Augen entgeht nichts. Wow, Laubhaufen. Diese Schatzminis, das sind einfach nur so Alltagsgegenstände. Als Schätze. Wahrscheinlich ist genau das der Witz dahinter. Dass es eben halt so einfache, normale Sachen sind, die als Schätze verkauft werden. Pittoreske Prärie. Puschelgraspampa. Puschelgras. Oh, voll kuschelig. Oh Gott. Ein wildes Radfratz erscheint. Hallo? Toll, so ist Gras, so schön. Bobby, da drin können wir dich leicht aus den Augen verlieren. Also bleib bitte in unserer Nähe und verlauf dich nicht. In Ordnung? Oh Gott, vorhin hier sind bestimmt tausende von Gegnern. Oh no. Wo die Papiertoads wieder sind, ich weiß nicht. Glocke schlägt permanent an, aber ich finde die einfach nicht mehr. Ich hole das ja eh alles noch. Früher oder später. Der steckt da in der Wand? Endlich, Berettung! Ich habe mich hier unten so einsam gefühlt. Bitte für dich ein kleines Dankeschön. What? KP plus 5? Das ist der beste Papiertod, den ich je gesehen habe. Der pusht unser maximales Leben. Das ist ja insane. Insanity. Hä, kommt hier irgendwo ein Shortcut hin, oder? Aha. Und wir haben den eiskalt getötet. Ja, okay, das ist cool. Also, nun bleibst du nachher nicht. Erst wenn ich das stören will, aber findest du nicht auch, dass man manchmal Zeit für sich braucht? Ja, aber vereinsamen wir bitte nicht. In der dunklen Höhle da unten. Bitte nicht vereinsamen, okay? Hier soll schon wieder ein Papiertod sein. Ja, aber wo denn, Leute? Wo denn? Ja, da werde ich auf jeden Fall später das als Backtracker in Guide konsultieren, weil das ist ja viel zu schwer. Also, ich finde die halt nicht. Aber dich finde ich. Kein wildes Radfratz im hohen Gras, aber ein Scheigei. Von wegen Scheigei. Das ist komplettes wildes Durcheinander hier. Zwei Ringzüge. Keine Ahnung, to be honest. Keine Ahnung, to be honest. Tja, krieg ich nicht besser hin. Tut mir leid. Guma macht eh keinen Schaden. Von daher. Spiel ist kein Rohr vor dir im Leben lassen, oder nicht? Außerdem kann Bobby den hier umbringen. Sehr gut. Whatever. Und Bobby verkackt auch noch. Ja toll, jetzt sind wir echt am Arsch. Gut, dass der Tod uns mehr Energie gegeben hat. Boah, wie viel Schaden macht er? Okay. Vielleicht will ich für die Zukunft Stachis immer sofort besiegen. Sind ja komplett overpowered. Wirklich. Komplett overpowered. Immerhin kriegen wir ein bisschen Geld zurück. Beim letzten Part habe ich wieder die Hilfe der Papiertods konsultiert und ihr wisst, was bedeutet. Man verliert mehr Geld, als man letzten Endes bekommt. Ist halt immer ein bisschen doof. Hä, was sollen denn hier die Papiertods sein? Ach Leute, ich hole das irgendwann nach. Ich suche doch jetzt hier nicht jeden Zentimeter ab.
Und ja, da hilft wahrscheinlich dieser Scheiß. Aber ihr wisst, ich komme damit überhaupt nicht klar. Ich komme damit nicht klar. Ich finde diese Gerätschaft absolut garbage. Vergleicht das mal mit der Affenada für Ape Escape. Und hier soll irgendwo was sein. Ja, und wo? Wo soll hier was sein? Wisst ihr, was ich meine? Das ist absoluter Bullshit. Also das kann ich nicht empfehlen. Todretter, schlechteste Erfindung ever. Wirklich. Ja, ich tue das. Irgendwann nach. Ist natürlich nicht gut, ne? Je mehr Tods wir retten, desto stärker werden wir. Wisst ihr, wie es ist? Vor allen Dingen jetzt, wo ich weiß, dass sie einen auch irgendwie mehr Leben geben können. Na gut. Hey, wie soll das denn schon wieder gehen? Wie soll das denn schon wieder gehen, Leute? Keine Ahnung, ich check schon wieder nicht. Ist ja kein Geheimnis, ne, dass ich das nicht verstehe. Ich habe echt keinen Plan. Es geht schon wieder los. Ich hasse dieses Kampfsystem so sehr. Wer sich das ausgedacht hat, der gehört wirklich geschlagen. Ach, und Bobby verkackt immer. Wenn man selber verkackt, habe ich das Gefühl. Ich hasse das Kampfsystem in dem Spiel. Ich war einfach zu blöd dafür. Bei Advance Wars mache ich euch die schwierigsten Missionen ohne Probleme. Aber hier, ey, bin ich echt zu blöd für. Aber wie gesagt, ich will halt nicht immer Geld bezahlen, dafür, dass sich Tods das für mich lösen. Es sei denn, das sind sau viele Gegner. Hier ist noch was. Viel zu viele Wege. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Viel zu viele Wege. Ich weiß nicht, wohin. Was soll das denn sein hier? Platz der Freundschaft. Für maximal Freundschaft bitte leere Dosen wieder mitnehmen. Nur wenn da Pfand drauf ist. Da kein Pfand drauf ist, schmeiß sie einfach hier hin. Einfach in die Umwelt. Schön in die schönen Herbstwälder. Ach, es geht doch nicht so über eine kräftige Prise Bergluft. Obwohl sogar die Luft hier rot ist, so wie das Laub. Andererseits sieht es ganz klar aus. Man weiß ja nie. Ach, wenn ich an die ganzen Geheimnisse denke, die wir auf der Welt, die auf der Welt auf uns warten. Muss das nicht die in der Welt heißen? Naja. So was sagt Bobby wahrscheinlich. Man explodiert ja fast von Neugier. Genau. Volle Heilung. Können wir gebrauchen, ne? Ihr wisst das. Sonst hier nichts. Ja, wahrscheinlich kommt da noch später was hin. Sidequest oder so. You never know. You never know. Aber wo hier wirklich tot sein sollen, boah. What? Ah, zum Glück. Endlich hat mich jemand gefunden. Jetzt weiß ich, wie man sich als verlorener Schlüssel fühlt. Hast echt was mit diesen Sträuchen zu tun? Dann kann ich ja nochmal hier gucken. Vielleicht ist es der Strauch. Nein, der ist es nicht. Der Strauch. Der ist es nicht. Toll. Ich dachte, jetzt habe ich hier den glorreichen Masterplan. Nö. Leider nicht. Wüsste wirklich nicht, wo die sind. Hier vielleicht? Hier vielleicht? Nee. Hier vielleicht? Nee. Ach Leute, mit den Tods. Warum machen die das jetzt so komplex? Gut, haben die Tods Pech gehabt. Sag ich euch, wie ist das? Können ja auch mal was sagen, ne? Sind zwar wahrscheinlich komplett zerknüttelt, aber können ja auch mal was sagen. Was ist das denn hier für ein Quatsch? Was für ein klitzekleines Häuschen, wie niedlich. Kleiner Wasserfall im Hintern schreien. Alle Spenden, willkommen. Gerne vorher einweichen. Aber das ist doch nichts mehr wert, wenn ich einen 500-Euro-Schein oder so ins Wasser schmeiße. Der die Farbe verliert, ich weiß nicht, ob der dann noch 500 Euro wert ist. Ich wage es zu bezweifeln. Nun denn. Muss der letzte Gegner sein? Du hast sie ausgetrickst. Okay, tot.
Hier ist aber einfach. Erstmal den in diese Richtung drehen und die dann nach vorne schieben. Aber finde ich cool, dass das jetzt so eine bunte Gegnermischung ist. Das ist echt ganz nett. Von allen was dabei, auch wenn wir die natürlich schon kennen. Spitze. Und so werden wir reicher und reicher. Ich frage echt, ob wir mit dem Geld noch was Sinnvolles machen können. Wir haben es durchs hohe Gras geschafft und sind kein Radfratz oder Taubsi begegnet. Ich habe das Gras die ganze Zeit durch deine Tasche hindurch gespürt. Es hat so gekitzelt. Ich muss ständig lachen. Okay. Irgendwie süß. Seht mal, wie nah wir schon im Tempel des Wasserpergamenton sind. Wir werden im Handumdrehen da sein. Nur ein kleines Stückchen, kein Problem, oder Bobby? Bobby? Und weg ist er. Vielleicht war er wieder neugierig und ist vorausgelaufen. Ah. Irgendwie ist es süß, dass er uns beweisen will, wie schnell er mit seinen kleinen Beinchen rennen kann, die er sicher irgendwo hat. Ja. Bobby denkt, er ist der nächste Sonic. Sonic, I'm Sonic. Sonic the Hedgehog. Ich frage mich auch, wie man hier hinkommt. Ach, guck an. Ja, eine Feuerblume. Ja, voll Feuerblumen war ich jetzt nicht so überzeugt. Spiel erklären hier einen Alos. Aber nicht, wie man die Feuerblumen benutzt, leider. Sehr schade. Herbstbrücke. Achtung. Hinunterfallen verboten. Hatte ich jetzt auch nicht vor. Ich wollte keinen Suizid begehen. Ich wollte weiterleben. Oh Gott. Erinnert ihr euch an Uncharted 1? Wie jetzt alles auseinandergebrochen ist? Glück gehabt. Niemand ist heruntergefallen. Bobby? 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 Du bist da nicht runtergesprungen, oder? Ich hoffe nicht, dass der Suizid gefährdet war. Hier erfahren wir erst, was für ein Ort ist, wenn wir das Schild repariert haben. Das ist ja witzig. Also für mich ein Muss. Tempel ist was auf einem Moment schon nach oben und Kastaniental nach rechts. Sag nicht, Bobby ist im Kastaniental. Da runtergeflogen ist. Da das Blatt sieht sass aus. Ja. Manchmal viele tot sind offensichtlich, andere nicht. Uff, zum Glück werde ich nicht am Ende der Brücke zusammengefaltet. Im hohen Gras hättest du mich wohl nie gefunden. Da hättest du so ein Suchgerät gebraucht. Ja, selbst mit Suchgerät check ich nicht, wo die sind. Also, reden wir nicht drüber, okay? Suchgerät ist nämlich scheiße. Ist richtig kacke. Kann ich da jetzt einfach hin? Nee. Ah, das ist so ein blödes Siegel von König Olli. Also wenn Bobby da jetzt wirklich runtergefallen ist, dann RIP. Kommen nämlich nicht ins Kastaniental. Voll schöner Ort, oder? Ist mal ernsthaft. Was ist das denn hier? Oh, ist hier wieder ein Techniktor drin? Ist hier wieder ein Techniktor? Hast du einen Schimmer, warum die Blätter im Herbst so rot werden? Schämen die sich? Nein, das kann nicht sein. Das sind nur Bäume. Jetzt schäme ich mich dafür, dass du eine Idee hatte. Echt, Olivia. Schäm dich. Kommst du da rauf? Das war etwas cringe. Aber irgendwie auch lustig. So, was ist das? Coming in. Geht's dir gut? Puh, ich danke dir, Mario. Ich hab schon gedacht, ich würde für immer im Papierstau stecken. Dies ist eine Zweigstelle des Sensorlabors, und zwar die Niederlassung Herbsthöhe. Wir entwickeln fortgeschrittene Sensortechnik, die Abenteurern wie dir helfen soll.
Ich selbst kann dir leider nichts Konkretes anbieten. Aber unser Forschungsleiter hat bestimmt was Nützliches auf Lager. Du sollst mal mit ihm reden. Die Reise zum Hauptsensorlabor ist eine Kleinigkeit. Lass mich dir das mal zeigen, was die moderne Technik so alles kann. Wir haben den Faxversand entwickelt, mit dem man im Nu von einem Labor zu anderen reisen kann. Probier's mal aus. Ich fax dich dann einfach von hier zum Hauptlabor. Was sagst du, Mario? Soll ich zum Hauptlabor faxen? Ja, Hauptsache ich bleib nicht so der Stecke wie du, denn ich nicht Welt retten können und ist scheiße. Oh Gott, wie es aussieht. Aber hier wird auch wieder die Papiermechanik cool genutzt. So als Fax. Das finde ich witzig. Na gut, den Idioten kennen wir ja schon, der hat uns ja den Trash gegeben. Ihr wisst, welchen Trash. Den Tod sein soll ja nicht funktioniert. Toll, das alles. Well, okay. Ist halt so eine Art Schnellreisesystem. Wir haben ja die Röhren an sich und jetzt noch diese komischen Faxsysteme. Interessant. Nein, bloß nicht. Besseres zu tun. Verrückter Wissenschaftler möchte gern Horien Kioma. Deswegen habe ich dir auch die Stimme gegeben. Horien Kioma von Steins Gate. Okay. Oh shit, wir sollten tatsächlich Schnipsel sammeln. Oder einfach fighten mit dir. Weil hier sind ziemlich viele Löcher und wir haben keinen vollen Beutel. Ja, der Beutel ist auch ein bisschen größer geworden, so hieß das. Oh, ich check's schon wieder nicht. Ich check es schon wieder nicht. Das war echt auf gut Glück. Manchmal finde ich es auch ein bisschen glücksabhängig. Das klappt oder nicht. Einfach ein bisschen rumprobieren. Manchmal klappt es dann. Manchmal immer nicht. Kann ich ja sowieso nicht irgendwie mit einem Hieb besiegen. Ich weiß nur, dass die Paragumma viel mehr Schaden machen und deswegen greife ich die jetzt an. Ach, die verschwinden sogar. Ich wollte gerade sagen, den Rest kann Bobby ja finishen, aber hä? Bobby ist nicht mehr so. Ihr wisst das. Bobby, ich vermisse dich jetzt schon. Shit, wo ist der? Ich lasse jetzt einfach unseren neuen Freund zurück. Am Ende ist er echt nur im hohen Gras. Das wäre ein bisschen sad. Yay, 321. So. Stopfen wir die Löcher. So weit werfen, ja. Hello! Kölner Karneval kehrt zurück. Teufel des Wassers, Mensch, und hier weilt der Weise des Wassers. Der Fürst alles Flüssigen. Ist das Liquid? Liquid Snake? Ich denke nicht. Steht ja Liquid, ne, wegen flüssig. Oh, neuer Gegner, Robert Cooper. Was macht der denn hier? Der ist doch sonst immer nur in so einem Schloss. Ja gut, die Sache ist klar. Das war jetzt nicht wirklich schwierig. Allerdings habe ich ein bisschen Schiss vor dem Robert Cooper. Da der neu ist, weiß ich nicht, was er kann. Ich weiß nur eins, Mario, der kann nichts. Guckt euch den Schaden an. Das war einfach viel zu wenig. Ja, die müssen auch vernichtet werden. Die sind nämlich auch super stark. Ja, der Hammer macht irgendwie mehr Schaden als die Stiefel. Ja, was machst du? Feuer? Oh shit. Das gesehen ist wirklich sau stark. Oh nee. Aber gut, das merke ich mir. Robert Cooper ist gefährlich. Sollte man am besten sofort aus dem Weg räumen. Jawohl, immer drauf! Gott, Toads. Wollen wir da nur Blut fließen sehen? Echt? Ja, 1000 Münzen. Komm her. Komm her. Dann halt nicht.
ihn halt wegkreuzt, dann kann ich dir auch nicht helfen. Flop. Auch einfach nur Cash. Dass das Siegel von König Olli, ob wir es einfach abziehen können, weiß ich nicht. Auch da ist der komische Stachy wieder. Ja, besiegen wir gleich. Aber erst will ich wissen, was hier ist. Aha. Ist das nur, um das Ziel von König Olli loszuwerden, oder hat das noch eine andere Bewandtnis? Ich glaube, es ist nur, um das Siegel loszuwerden, ne? Hätte ich da jetzt drauf landen müssen, wahrscheinlich. Ich wüsste nämlich sonst nicht, wie man da hinkommt. Los, Mario, mach keinen Scheiß. Ja. Komm, wie gechillt der liegt. Puh, der Stein hätte mich fest erwischt. Gut, dass ich aus Papier bin. Schnick, schnack, schnuck. Papier schlägt Stein. Okay. Also kann man es auch sehen, ne? Toll, hier ist es echt schön, was einem alles entgeht, wenn man unter einem Aufkleber festsitzt. Weiß nicht, ob das schön ist. Ich glaube, die Herbsttür war mal schöner. König Olli ja noch nicht sein Unwesen getrieben hat. Sie ist ausgetrocknet. Wasserpergamentor ist bestimmt böse wie das Erdpergamentor. Oh, hier holen wir die Todeshilfe, glaube ich. Oder? Hey, Todeshilfe holen. Drei Ringzüge. Ja, das ist schon viel. Hm. Ich glaube, es ist gar nicht so schwer. Guck mal. Bremst du schon. Nicht verzweifeln, wenn mehr da sind. So schwer ist es gar nicht. Ich glaube, die Eisenstiefel machen so mehr Schaden. Deswegen ich die jetzt Vergnügen verwenden werde. Flop, 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 flop. Guck. Dann sterben die sogar. Aber ich glaube, nur wenn ich das richtig time. Nein, die sind gleich kaputt. Wie soll ich dann die Stachis töten? Oh, shit. Houston, wir haben ein Problem. Das sind nicht gerade die besten Neuigkeiten. Ich glaube, ich muss wieder Eisenstiefel einkaufen in Tortown. Perfekt. Das sollte ordentlich Cash geben. Hm? Dafür ist so viele Gegner waren, war es jetzt wohl nicht viel Geld. Na gut. Gucke, ein paar Eisenstiefel haben wir noch. Ha, ein paar ist halt nicht viel. Guck mal, was hier oben ist. Hallo! Da hinten ist eine Schatzkiste. Wie kommen wir da hin? Wahrscheinlich vom Tempel irgendwie aus. So ein Heimweg, der nach draußen führt. We will see. Puh, ich muss so lange darauf warten, das sie jetzt sagen zu können. Also pass gut auf. Ist es nicht praktisch, dass man batteriebetriebene Geräte durch Drücken von Y ein- und ausschalten kann? Super praktisch, oder? Ja, wenn die Geräte gut wären, dann wäre es noch geiler, aber leider sind sie es nicht. So ist nicht das, was wir haben. Oh, shit! Leute, hier waren wir ja noch gar nicht. Neuer Bereich, neues Glück. Alter, das ist einfach der Wahnsinn. Da kommst du auch mit der Steuerung zurecht. Sollst du mit Bewegungssteuerung Probleme haben, kannst du sie mit Einstellungen im Menü deaktivieren. Hab ich schon gemacht. Bewegungssteuerung ist scheiße. Schlimmste Erfindung ever. Aber mit der Steuerung kam ich nicht zurecht, das ist richtig. Weil der Gamecube-Controller die Faltarme nicht bedienen kann. Ich jetzt hier runterspringe. Müssen wir viel backtracken. Aber ich glaube, es lohnt sich. Hier sieht es auch so aus, als könnte man die Faltarme betätigen, aber irgendwie finde ich da jetzt nichts. Ah, that's why. That's why. Komm her. Hier vielleicht? Guck. Das ist wahrscheinlich eh nur ein Papiertort. Wow. Hallo Mario. Tut mir leid, dass ich die ganze Zeit vor dir weggelaufen bin. Ich bin wohl einfach in Panik geraten.
Aber naja, wenigstens habe ich herausgefunden, dass ich ziemlich gut im Klettern bin. Bergspitze. Die ist nämlich auch richtig spitze. Ich habe trainiert bei Bergspitze. Ja, mein Griffkraft war schon mal besser. Ich habe bis heute nicht Nathan Drake, ne? Wo ist jetzt die doofe Affe hin? Hallo, das sieht auch so aus, als wäre hier was mit Faltarmen zu erreichen. Das war nicht der Fall. Tja. Leute, da werden wir auch irgendwie nochmal hin müssen. Ich war jetzt mal im Hinterkopf. Nein, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Das gibt's doch nicht. Naja, so weit ist es jetzt auch nicht. Vielleicht finde ich ja hier noch den Tod. Wovon träume ich nachts? Die Schaltgeist sind sogar respawned. Gar keinen Bock drauf. Warum sind hier zwei Speicherblöcke fast nebeneinander? Übrigens, denkt ihr anders, was ich gerade denke? Vorsicht, nicht springen, man sollte wirklich nicht hinunterfallen. Ich glaube, wir könnten so zur Herbsthöhe gelangen. Na gut. Bevor wir da runterspringen, möchte ich kurz gucken, was hier noch ist. Da sind nämlich noch böse Cheep-Cheeps. Origami-Cheep-Cheeps. Komm schon. Nein, der hat jetzt auch erst Angriff. Falls erst angeflogen nur eine Sache ist. Ich glaube ja, weil die jetzt dieses böse Zeichen haben. Dass die aggro sind. Ich glaube, Erstangriff gibt es leider noch. Jetzt weiß ich, wie ich das so mache. Und dann so. Nix, ne? Weil das ist wieder falsch. Ist wieder falsch, Leute. Ja, scheiß drauf. Ich krieg's halt nicht anders hin. Flop, 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 flop. Oh nee. Cheep-Cheeps sind super stark, wollte ich mir sagen. Ich hoffe, die sind jetzt geschwächt oder so. Es kann es sein, dass wir jetzt sterben. Das sind einige gegnerische Angriffe. Oh shit, oh shit. Wah. 6 Damage. Ein einziger Angriff. Hä, ach so. Ja gut. Ich dachte, da kommt noch ein bisschen mehr. Aber es war nicht der Fall, zum Glück. Ja, auch hier habe ich wieder keinen Plan, was zu tun ist. Sag ich euch, wie es ist, ne? Ich mach's einfach so gut, wie ich kann. Pack die hier zu dritt hin. Kriegst du halt nicht hin? Das Kampfsystem ist nicht für mich gemacht. Das Schlimme ist, der überlebt halt. Ich glaube, wenn die in diesen komischen Carpador-Sales sind, nenne ich es jetzt mal, dann sind die nicht wirklich gefährlich. Oder? So viel zum Carpador-State. Sind ja jetzt wieder normal. Das heißt wahrscheinlich nur, dass sie fast tot sind. Weiß nicht, wie viel Energie die haben. 15? Aber ich will halt nicht meine Tods um mir verbinden, Mann. Das kostet so viel Geld. Gut, sie werde ich jetzt aber ignorieren. Oh. Den ignoriere ich nicht. Oh, vielen Dank. Stehen wir hier vor dem Eingang zum Tempel des Wasserpergamenton. Man sagt, dass in diesem Tempel ein gigantischer, furchteinflößender Wassergeist hausen soll. Aber die Leute, die reden ja viel. TikTok und Social Media, die labern alle nur. Tempel macht echt was her. Ich frage mich, ob der dem Wasserpergamenton schon immer gehört hat. Ob es ihn wohl renoviert hat. War wahrscheinlich König Olli. Wir haben es zum Tempel des Wasserpergamentons geschafft. Jetzt können wir endlich das Wasserpergamenton treffen. Das sieht eindeutig wie der Eingang zum Tempel aus. Wie kriegen wir ihn auf? Mit Bobbys Hilfe, der nicht mehr da ist. Tja, Olivia. Du hast leider keine Füße. Das heißt, es wird schwierig. Oh, jetzt habe ich es, Mario. Muss bestimmt beide Schalter gleichzeitig drücken.
Das muss einfach sein. Ich bin clever und süß. Tja, das habe ich auch gerade gesagt. Problem ist, du hast keine Füße. Moment mal, nein, ich schwebe doch. So kann ich keinen Schalter drücken, Jungfrau, wenn du jetzt zu Boden gehst. Da reicht das Gewicht nicht. Bobby, du musst dich darauf stellen, in Ordnung? Also, das würde ich Ihnen sagen, wenn er hier wäre. Ist er nicht vorgelaufen? Das müsste doch sein, oder? Du glaubst doch nicht, dass er immer noch im hohen Gras herumirrt, oder? Ach, Bobby, tja, ohne seine süßen kleinen Füßchen kommen wir nicht in den Tempel. Suchen wir ihn. Und ihr denkt wahrscheinlich genau das, woran ich jetzt denke. Wir müssen Suizid begehen. Wir müssen von der Brücke springen, Leute. Aber erstmal habe ich mir schon fast gedacht. Du. Schnipselbeutel. Wow. Kein Kommentar zu den Schätzen, wirklich. Kein Kommentar. Ich sag dazu nichts. Gut, ihr Lieben. Das Einzige, was ich jetzt sage, ist, das war's mit dem Part. War wieder ganz lustig. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zurück zu der Brücke und beim nächsten Mal müssen wir von der Brücke springen. Oh no! Leute. Aber sonst kommen wir nicht zur Herbsttür. Vielleicht ist Bobby echt hier runtergefallen. Ich weiß zwar nicht warum, aber wir werden es rausfinden. Im nächsten Part. Leute, Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal und stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!